Wir haben, wenn ich dann weitermachen darf, einen interessanten Aspekt gerade gehabt. Ich glaube, der Herr Bienert, und das ist vielleicht noch mal eine Frage an ihn dann noch mal, hat ja gerade gesagt, dass in der betrieblichen Praxis das Thema der Vorhersage etwas ist, was er dort sehr häufig erlebt, was sehr erfolgreich ist. Der Herr Noche wiederum hat gesagt, Mensch, kann ich diesen Daten überhaupt eigentlich vertrauen? Und Quantrix als Startup hat wiederum gerade gesagt, doch, 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 mach diese Prognosesysteme. Das sind realistische Daten und du kannst da eine Menge Geld sparen und kommst mit deinem Unternehmen voran. Können wir dieses Spannungsverhältnis Daten, betriebliche Unternehmen und Vertrauen dieser Daten vielleicht noch mal ein bisschen besser beleuchten? Herr Birnert, wenn Sie da vielleicht noch mal anfangen. Ja, gerne. Ich meine, das ist genau immer eine Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir auch mit Unternehmen und vor allen Dingen Mittelständlern reden. Da haben wir ja im Prinzip einen Paradigmenwechsel. Ja, bei der klassischen IT-Softwareentwicklung, da kann man sehr genau voraussehen und auch abschätzen, wie viel Aufwand und welche Funktionalitäten ein zukünftiges IT-System haben werden. Ja, wenn ich Adressverwaltung oder CMM-System programmieren, dann lege ich die Features fest, dann mache ich eine Aufwandschätzung, eine Projektplanung und dann ist das eigentlich alles relativ deterministisch. Das Ganze ist bei KI und Machine Learning-Projekten ja per Definition eben nicht so, weil die halt erstmal mit den Daten arbeiten müssen und in der Regel sind das die Daten der Kunden, die ich vorher als Dienstleister oder Projektbeteiligter halt nicht kenne. Das heißt, ich muss dem Kunden, dem Anwender dann erzählen, also im Prinzip gibt es die Möglichkeit, ja, aber wir können es dir nicht 100% garantieren. Wir müssen uns in der Regel erstmal deine Daten anschauen. Da fällt auch Aufwand für an, da fallen Kosten für an. Der Effekt kann sehr, sehr groß sein, aber wir können halt nicht garantieren, dass es funktioniert. Und darauf muss sich dann halt auch ein Kunde und ein Unternehmen einlassen. Der Herr Noche, wenn ich ihn jetzt direkt ansprechen darf, Sie hatten ja so ein bisschen auch eine leichte, genau mit der Datenqualität und Sie haben auch schon, was haben Sie gesagt, manche Modelle scheitern sehen. Sehen Sie auf der einen Seite, dass sich das auch verändert durch das Fortschreiten der Technologie, durch eine heutzutage bessere Möglichkeit, die Daten dann doch richtig zu erheben oder wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Naja, also ich denke, dass wir mit Fortschreiten der Technologie, was Sensorik und so betrifft, wir immer mehr Daten auch bekommen und wir unsere Daten dann stabilisieren können. Also das denke ich schon, dass da, wir hatten ja diese Projekte mit dem Future Internet beispielsweise, in dem einfach mal vorgedacht wurde, was passiert denn mit dem Internet in 10 Jahren, was liefert das an Daten und welche Konsequenzen wird das auf unsere Logistikumwelt haben. Das heißt, an der Stelle, glaube ich, wird es etwas besser werden. Aber ich glaube, was uns auch fehlt, ist immer eine Referenz. Das heißt, wir haben Daten, aber wir wissen nicht, was ist ideal oder richtig. Und deswegen komme ich einfach zu dem Punkt, dass wir dieses Wissen aus der Logistik kombinieren müssen mit der Algorithmik. Das ist noch eine eigene, sagen wir mal, eine sehr interessante Forschungsrichtung. Und das Zweite wäre für mich, sozusagen ideale Daten auch mal zu produzieren. Und ich habe das hier mit dem Beispiel wie heißt das, synthetischen Daten angesprochen. Das heißt, wir beschaffen uns Daten über Modelle und versuchen dann mal die Unterschiede herauszuarbeiten, wieso diese Daten vielleicht sehr unglücklich auseinanderlaufen. Es sind halt immer die gleichen Probleme. Wenn wir Daten von Kunden kriegen, da kann es uns passieren, dass die uns nicht alle Daten geliefert haben. Das heißt, aus dem E-Commerce-Bereich habe ich vielleicht also ganz konkret aus dem Projekt heraus hatten wir in so einem E-Commerce-Projekt die normalen Daten plus die Ersatzteildaten. Und es sollten die Ersatzteile nicht betrachtet werden. Aber es war verdammt schwer herauszufinden, ob die Ersatzteildaten in diesem Datensatz drin sind oder nicht. Also sind die Daten vollständig oder übervollständig oder wissen Sie, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle erstmal auch sauber werden, bevor wir der KI dann so sehr vertrauen. Es ist eine Qualitätsfrage am Ende auch. Und es ist natürlich klar, es ist ein statistisches Problem auch dahinter. Also was mich ja schon dann praktisch, wo wir die beiden Startups vielleicht ja auch hier haben, das war jetzt von Quantix vielleicht auch noch etwas abstrakt.
oder auch von Audiotarbeit. Könnt ihr da vielleicht nochmal aus euren aktuell betrieblichen Projekten, ihr müsst jetzt ja nicht unbedingt die Namen nennen, da so ein bisschen sagen, diese Ersparnis, diese Dinge, wo es doch erfolgreich ist. Habt ihr da passende Beispiele? Vielleicht, wenn ihr beide das nochmal separat für jeweils eure Bereiche einmal nennen könnt. Ja, sehr gerne. Das passt, würde ich mal anfangen. Vielleicht noch zu dem Thema Daten, wie die beiden Vorsprecher schon angemerkt haben, Daten sind eben zentral. Es geht sehr viel darum, aber ich glaube, bei den Daten ist es auch immer sehr vom Use Case abhängig. Wir sind im Bereich der Zeitreihenprognose und da ist alles, was am Datum sich verändert oder an der Verkaufsmenge und eine Auswirkung auf die Nachfrage hat, für uns sehr heikel. Wobei, ob jetzt ein Wert in der Datenbank fehlt, bei einem gewissen Attribut, wie ein Produkt beschrieben wird, ist nicht immer so kritisch. Also ich glaube, man muss auch nochmal differenzieren, wofür möchte ich diese Daten verwenden, wenn man die Daten wirklich nutzt für eine KI-Lösung. Und ein zweiter Punkt ist auch, also wir sehen natürlich, und es gibt eben diese Data Exploration Phase, wo man eben mit dem Kunden sich hinsetzt und sagt, wieso gibt es diese Schwankungen damals in der Nachfrage? War das wirklich, dass zu dieser Zeit sehr viel mehr gekauft wurde? Und dann kommen Kollegen von Produktion und sagen, na, das ist, weil der Produktionsbatch musste die Größe haben, damit es überhaupt profitabel war. Also man muss dieses Verständnis für die Daten auch generieren und in die Modelle transferieren, damit sie auch passende Prognose bringen können. Und was ich noch sagen wollte zu den einzelnen Ebenen. Also wir sehen natürlich, je detaillierter ich runtergehe bei einer Prognose, desto mehr Datenlücken gibt es. Und natürlich kann man sagen, man möchte jetzt da nicht beginnen, aber ich denke, es wird nie den perfekten Datensatz geben. Das ist eine Illusion und man muss immer schauen, wie man damit auch arbeiten kann. Was man jetzt bei Machine Learning Modellen den Vorteil hat, angenommen, Sie wären jetzt ein Mode-Einzelhändler und Sie würden ein T-Shirt in einer Filiale verkaufen und Sie haben die nicht verkauft, also Sie haben sehr schlechte Daten, dann ist das nicht gut für eine Prognose. Allerdings können wir Cross-Learning anwenden. Wir können über andere Filialen in diesem Betriebsnetz lernen, wie sich die Nachfragemuster in so einer Umgebung normalerweise entwickeln und das transferieren. Das heißt, ja, die Daten sind schlecht, aber wir verwenden das Cross-Learning. Oder wir haben ein hierarchisches Forecasting, wo wir einen Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz integrieren. Und wenn die unterste Ebene nicht passend ist für die Prognose, eine Ebene auch höher gehen können und das herunterbrechen dynamisch. Also es gibt da mehrere Methoden, wie man auch mit schlechten Datensätzen umgehen kann. Ich denke, das ist sehr zentral, weil Daten ein wichtiges Thema sind. Bezüglich Ihrer Frage, Einsparungen, also wie gesagt, wir haben letztes Jahr begonnen. Wir sind beispielsweise beim führenden Unternehmen aus der Papierbranche tätig, mehr als 5 Milliarden Umsatz. Und dort konnten wir eben auch die Prognosegenauigkeit zwischen 20% und 70% steigern. Was natürlich noch ein zweiter Schritt ist, dann die Savings zu realisieren. Und da geht es dann Richtung Supply Chain Management. Da sind wir noch in den Projekten drin, deswegen kann ich da jetzt keine Werte adäquat sagen. Werte hat der Philipp aber? Werte habe ich auch ein paar, ja genau. Wir haben, also vielleicht auch zum Thema Daten auch nochmal. Wir haben eben auch gesehen, dass man Reihen, also dass die Datengrundlage einfach in vielen Fällen nicht ausreichend ist und deswegen kombinieren wir eben halt verschiedene Optimierungsansätze mit KI, einfach weil wir sagen, wenn wir aus den Daten, also wenn wir Reihen Tourenplanung machen würden, basierend auf den historischen Daten, da wissen wir, okay, da wurde Schmarrn geplant, weil ich so bayerisch reden darf. Und dann plane ich immer wieder den gleichen Sumpf. Also ich will letztlich besser werden und deshalb kann ich da nicht nur auf den rein ursprünglichen Plänen aufsetzen, weil sonst wäre ich immer nur so gut, wie ich in der Vergangenheit auch war. Und deshalb sagen wir, dass es eben die Mischung macht. Und was wir zum Beispiel KI-mäßig machen, oder auch ein Beispiel für schlechte Daten ist, dass in Turnbox-Prozessen wurde gesagt, naja, diese Kunden beliefere ich alle um 8, wohl wissend, dass der eine ist um 8, der andere ist um 8.15 Uhr, der andere ist um 8 Uhr, das ist dahinter, das ist quasi ein Platzhalter war, aber das sind letztlich die Daten, die vorliegen. Und wenn man sich dann die wirklichen realen Daten anschaut, sieht man, naja, okay, ich war bei den Kunden im Schnitt zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr und bei dem anderen. Also da kann man dann quasi aus den historischen Daten dann die real im System hinterlegten Daten überschreiben und darauf basierend dann sehr gute Modelle machen und das als Grundlage hernehmen. Und zur Frage zu den Einsparungen, wir haben zwei Einsparungen. Zum einen haben wir, man kann sagen, je nach Anwendungsfall, dass man mehrere Stunden eigentlich täglich an Planungszeit sparen kann, weil man kann innerhalb von 2-3 Minuten kann man sich Pläne berechnen lassen, kann Restriktionen umstellen, kann auf einen Knopfdruck sich neue Pläne berechnen lassen
und so letztlich reduziert sich der Planungsaufwand auf Minuten zum einen. Und wir konnten eigentlich Use-Case-übergreifend feststellen, dass wir immer bei 20%, 25%, 30% Einsparungen auf der Straße landen. So gegenüber bisher mit Excel oder, sag ich mal, Drag-and-Drop-Tool-Planungstools. Also sowohl Beschleunigung als auch Verbesserung letztendlich der Modelle und der Daten dann. Der Herr Wiethaut hat dazu, glaube ich, auch noch eine Anmerkung. Ja, hallo in die Runde. Spannende Vorträge heute Morgen, schöne Impulse, auch eine interessante Diskussion. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, bezüglich Daten ist das so, man muss da einfach reinsteigen und schauen, wo man was machen kann. Es ist nicht so binär für einen Anwendungsfall. Datenqualität ist ausreichend, um es anwenden zu können, oder Datenqualität ist nicht ausreichend, sondern das wurde ja auch schon angesprochen, dann jetzt in dieser Explorationsphase zu gucken, was kann man modellieren oder was nicht. Ich kenne das bei uns auch. Wir hatten heute Morgen eine Diskussion, wo wir geschaut haben, jetzt aktuell in einem Projekt, wie kann man Zeiten, Rüstzeiten aus Ist-Daten lernen, damit man bessere Arbeitspläne machen kann. Und dann kamen halt so komische Sachen bei raus, dass da auf einmal so viel Rüsten und Bearbeiten und Arbeitsanfang, Arbeitsende eine Sekunde immer angegeben worden ist. Klar, ne? Manuelle Meldung, da wurde auf den Knopf gedrückt. Da haben wir halt festgestellt, naja, in einem Bereich ist das so, in einem anderen Bereich sind die Daten viel, viel besser. Und wahrscheinlich sind sie da automatisiert. Und wenn man da schon mal anfangen kann und sagen kann, okay, jetzt machen wir das jetzt hier für diesen Schneidvorgang und schauen, ob da mal bessere Pläne rauskommen, kriegt man diese Argumente für die Automatisierung der Datenerfassung in anderen Arbeitsschritten. Also erst wenn man sich die Hände da schmutzig macht beim Datenputzen, stellt man fest, was kann man schon verwenden, dann möchte ich mir das aufgreifen, was der Mann noch vorhin gesagt hat, und wo müssen wir noch schauen, dass wir noch Spülmittel und andere Sachen noch benötigen. Also mein Appell ist einfach, reinsteigen in das Thema. Man hat schon sehr viele Daten, und erst wenn man sich mit dem Thema genauer befasst, stellt man fest, wo man noch nachlegen kann und muss. Ich würde ganz gerne noch da mal eine Anmerkung zu machen. Es ist tatsächlich so, dass wir bei manchen Dispositionsentscheidungen vielleicht keine sehr hohe Qualität haben, je nachdem, wie man die definiert. Aber was man schon sagen kann, ist, dadurch, dass ich mit der KI einen Algorithmus dahinter habe, der sehr schnell ist, dann würde das gegenüber einem mathematischen Verfahren oder einem anderen algorithmischen Verfahren unter Umständen sehr viel schneller sein. Das heißt, wenn Änderungen vorkommen, kann ich mit der KI ganz schnell einen ganz passablen neuen Planungslauf machen. Das heißt, wir können viel Zeit sparen und wenn Eilaufträge, Störungen oder sonstige Dinge so zusammenkommen, kann ich dann schnell noch was machen, was ein Disponent unter normalen Umständen einfach nicht mehr machen würde, weil es einfach nicht mehr schafft. Also ich würde, vielleicht müsste man auch die Anwendungsfälle sich mal genauer angucken, wo es sich wirklich lohnt. Aber das sind sehr schöne Fälle. Und ich glaube, da ist dieser Benefit auch von den Disponenten dann sofort akzeptiert. Bei den anderen Themen hier mit der Prognose von Absatzprognose ist natürlich auch immer eine Frage, wir haben Drifts in den Absätzen von einzelnen Produkten, Saisonalitäten, wie auch immer. Lebenszyklenproblematiken, andere dynamische Effekte. Und da muss man sich auch mal überfragen, welche Informationen kann ich wirklich herausholen und weitergeben. Vielleicht ist einer der Fehler, den wir in der Vergangenheit immer gemacht haben bei den KI-Anwendungen, wir haben zu viel versprochen und müssten es wieder reduzieren. Aber immer versprochen halt, weil immer der Kunde halt so viel, ja, es am Ende auch hören wollte. Ich will noch was anmerken zum Kommentar von der Jutarbeit. Also das ist ein sehr guter Punkt. Was wir eben auch verwenden, wie aufgezeigt, sind über 50 Verfahren. Da sind auch statistische dabei und hybride Verfahren, weil es gibt nicht immer, dass ein Deep Neural Network am besten funktioniert. Das reichen die Daten nicht, sie können nicht ausreichend trainiert werden, ich habe nicht x Jahre an Daten. Deswegen ist es eben wichtig, und das ist auch bei uns zentral, dass wir je nach Produkt und Ebene wirklich das passende Verfahren auswählen. Weil es gibt nicht das eine passende Verfahren, was alles kann, sondern es ist eine Einzelfallbewertung und dort wird das passende Verfahren angezogen. Und es kann auch sein, dass natürlich ein statistisches Modell für ein gewisses Produkt sehr gut performt. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt ja nicht, dass die schlecht sind.
Aber man muss natürlich die Möglichkeit haben, auch das schnell zu bewerten und zu evaluieren, was ist jetzt das passende Verfahren. Also was wir auf jeden Fall schon gelernt haben, und das war ja auch in dem Beitrag von der Frau Hilb sehr schön dargestellt, dass zunächst einmal wichtig ist, zu digitalisieren und die Daten überhaupt zur Verfügung zu haben. Das ist, glaube ich, das A und O. Dann haben wir auch schon, glaube ich, gehört, in diesem Spannungsfeld zwischen Betrieb, vielleicht auch zwischen Startups und auch zwischen den Universitäten, kommen eigentlich ganz, ja, da sind eigentlich dann auch die notwendigen Experten zusammen. Das ist vielleicht meine letzte abschließende Frage in Richtung dann der Wissenschaft. Wie komme ich letztendlich dort mit der Wissenschaft auch in Kontakt? Wie kann ich diese gemischten Projekte eigentlich aufstellen? Und vielleicht haben auch dann hier die entsprechenden Wissenschaftsvertreter unserer ja, tollen Universitäten und Institute hier im Ruhrgebiet da vielleicht auch nochmal einen kurzen Tipp dazu. Ja gut, wenn ich dann gleich mit starten kann, also Unternehmen können sich natürlich immer sofort an die Hochschule wenden und man versucht dann auch Softwarelösungen zu erarbeiten, die vielleicht auch ein bisschen komplizierter sind. Wir haben ja eine ganze Reihe bei den Startups von Standardfragestellungen. Die würde ich sagen, es ist nicht der wirkliche Standard. Es ist aber, sagen wir, Sie hatten es vorhin skizziert, bestimmte Anwendungen, die halt, da lohnt es sich schon mal so einzusteigen. Ansonsten ist das eben an den Hochschulen immer ein Thema. Und wir müssen sehen, dass wir die Hochschulen immer an den Themen arbeiten, die gerade jetzt in der Zukunft kommen. Und für mich ist ein zentrales Thema, da wo es Wissen aus der Logistik gibt, dass ich in die KI-Algorithmik mit einbringen kann, wenn wir, um die Qualität zu steigern. Das heißt, da wo wir hohe Qualitäten brauchen, das wäre ein gutes Thema für die Hochschulen, um mal einen Einfall. Und das andere Thema ist Datenputzen. Da ließe sich sogar ein Zusammenspiel zwischen Uni und Firmen gut machen, weil es einfach ein Riesenaufwand ist, diese Daten sauber hinzukriegen und den Dingen nachzugehen. Wir hatten ein Projekt hier mit einer Firma, die sitzt in Mülheim. Und was glauben Sie, wie viele Arten Mülheim an der Ruhr geschrieben wird? Es ist der Hammer. Und dann machen Sie mal was draus. Ne? Also da glaube ich, dass wir so ein gutes Zusammenspiel auch mitbringen. Herr Wiethard? Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also jetzt so eine Veranstaltung wie heute, die jetzt von ZLV durchgeführt wird und wenn man dort auf die Ansprechpartner zugeht, ich denke, da besteht immer Interesse daran, in die Diskussion zu kommen. Bei uns, ich hatte das im Chat eingangs gepostet, hier in Dortmund gibt es ein Programm jetzt, was oder ein Projekt, was ziemlich groß ist, das genau in die Richtung zielt, Richtung Open-Source-Lösung, dort was zu entwickeln. Auch ganz andere Formate, als wir das ursprünglich gemacht haben, also dort mehr kooperative Sachen. Also mein Appell ist einfach, Sie können gerne auch auf mich zukommen, um Dinge zu besprechen. Es gibt viele neue Formate, so die Mittelstadtzentren fallen mir jetzt ein. Digital in NRW ist jetzt bei uns gerade ausgelaufen, geht aber weiter, wo es darum geht, ja, so ein Netzwerk zu schaffen. Und auch, Herr Rinder, ich glaube, Sie haben es angesprochen, das Problem mit, wie kriegen wir fähige Leute. Ich glaube, da müssen wir alle was dran tun und nicht nur hoffen, dass sie kommen. Und ich weiß das hier zum Beispiel von der Data Science an der Universität Dortmund, früher Statistik, dass die sagen, ja, wir machen Programme Richtung Data Mining Cup. Ich kenne das jetzt hier von Professor Pauli dann auch. Und wenn es dann darum kommt, mal einen vernünftigen Anwendungsfall aus der Praxis zu kriegen, wo wir mal Daten haben mit den Studenten, die man da auch ranführen kann an das Thema, dann wird es sehr schwierig. Also mein Appell ist, gehen Sie als Unternehmen auf die verschiedenen Multiplikatoren zu. Wir versuchen es von der anderen Seite natürlich auch. Ja,
Also dazu dienen natürlich genau, das haben Sie ja gerade erwähnt, auch diese Veranstaltung. Insofern möchte ich auch gerade für diesen Vernetzungsgedanken einmal natürlich direkt zu den Universitäten, aber auch in den Netzwerken wie hier mit der Dialogistik Duisburg da entsprechend auch darauf hinweisen, denn auch über die Dialogistik, über das ZLV oder analog natürlich dann auch über das IML, das Fraunhofer, da entstehen eigentlich dann die Ideen für entsprechende Projekte. Und insofern glaube ich, ist es auch vielleicht da ganz wichtig, diese Scheu der ersten Ansprache, der Kontaktaufnahme, auch gerade vielleicht aus den Betrieben heraus, einfach mal dann auch ja, abzulegen und auf die Leute zuzusprechen. Denn es kommt da wirklich, es ist da eine spannende Welt, es sind tolle Lösungen, die da eigentlich im Entstehen sind, aber das kriegen wir auch nur dann gut hin und natürlich gerne auch hier in der Region, wenn wir da entsprechend zusammenarbeiten. Startups habe ich natürlich erwähnt, vielleicht den Johannes Franke nochmal mit Startboard als Inkubator. Was hast du gesagt? Ihr seid ja so und so viel der vierte, der fünfte Batch mit den Startups. Das heißt, bei euch über die Webseite, auch da gibt es genau, wenn ich diesen anderen Weg gehen möchte oder Startups und Universitäten zusammen als Betrieb etwas mache, da seid ihr sicherlich auch eine sehr, sehr gute Adresse. Das möchte ich nochmal erwähnen. Genau, genau. Also wir sind für alle Kooperationen irgendwie dankbar und da gibt es, ergeben sich auch viele, viele Kombinationen eben der verschiedenen Akteure, sei es jetzt aus der Wissenschaft, aus der Praxis oder eben unserer Startups. Von daher, irgendwo ist dann das Zusammenspiel entscheidend. Ja, gut. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen hat die Veranstaltung gefallen. Sie haben etwas mitgenommen und ich würde mich natürlich dann auch sehr, sehr gerne auf ein Wiedersehen, auf eine weitere Kontaktaufnahme freuen. Und ja, bleiben Sie bitte gesund. Bis bald.